Okay, warum nicht? Ich meine, ein Feind weniger im Moment ist ganz in Ordnung. Ah, jetzt habe ich meinen Fraktionsleiter. Das, wo Wo? kommen die denn her? Wer? Was? Ach du Kacke! Guck dir das. Oh fuck. Ja, okay. Moment. Ah, jetzt kann ich auch in dein Gebiet reinschauen, okay. Na toll. Sie sind dir auch nur leicht überlegen. Leicht, ja. Ja gut, du hast den Vorteil, du hast den Verteidigungsring und die KI stellt sich dabei eigentlich meistens sehr blöd an. Okay, da würde ich sagen, die Schlacht noch entweder zum Abschluss dieser oder zum Anfang der nächsten Folge. Oh, die Männer des Morvan, die Lichter des Beleus. Was, die rollenden Menhire? Bei mir Oha! verschwindet das immer zu schnell. Ich kann Einer. Oh, diesen schade. Screen immer schwierig lesen. Hey, Wo die ist denn haben deine Stadt? nachgemacht. Die haben nachgemacht. Ich sehe deine Stadt nicht. Wo ist deine Stadt? Ich weiß es nicht. Bist du aufs Feld rausgerückt? Ich weiß es nicht. Ich hab einfach warte. Die haben ja nicht meine Stadt angegriffen. Sie haben die Armee vor der Stadt angegriffen. Super. Ah, dieses Gefühl, wenn du Das von ist einem PC spielst. natürlich blöd. Egal, ich schaue mich immer um. Ist mal wieder ein ganz schlechtes Gelände. Ja. Und schöner Nebel. Ich würde mich vielleicht ein bisschen im Wald verstecken. Sobald die Garnisonsarmee dann da ist, gebe ich dir ein paar Einheiten. Ja, mach mal. Oder? Option, ich Ich mach mal. Ach, das geht nicht. Doch, Gefechtsoberfläche. Einheiten immer. Doch, jetzt sehe ich kleinere Flaggen drüber. So. Ausgezeichnet. Dann hier mal Brandgeschosse. Nee, explodierende, Entschuldigung. Dann starten wir. Du kriegst du dann gleich Männer, die heute Garnison. verteidigen Oh. wir diese Teils geschenkt. Ich glaube, der kommt ja auch, der kriegt ja auch Es noch nennt sich Verstärkungen, feindliche ne? Ja. Unterstützung. Genau, Ja, da ja. meldet das schon. Also zumindest bei mir. Ich muss vielleicht unbedingt mal meinen Berater deaktivieren. Da hast du deine Armeen. Im Moment. Ah, gut. Was sind sie? Möchtest du ein paar Geschosse noch? Nee, das reicht mir eigentlich so. Versuch mal mit deiner Truppe hinzukriegen. Gucken, wo ich mich Das da wäre jetzt. jetzt ungut, wenn wir jetzt verlieren. Na, ist so. Warum pausiert es? Das ist eine gute Frage. Ich habe nicht pausiert. Ja, ich jetzt. Ah ja. So, dann wollte ich hier Ich eine. könnte auch gar nicht pausieren. Juhu, der versteckt sich auch im Wald. Oh, ich habe sehr viel Geschoss, fällt mir gerade ein. Beziehungsweise auf. Er versteckt sich auch im Wald, sagst du? Nee, er ist nur durchmarschiert, das hat jetzt getäuscht. Er ist nur durch den Wald marschiert und dabei sind seine Einheiten halt versteckt gewesen. Der für einen Verteidiger. Kann es sein, dass du ein bisschen Lex jetzt im Moment drin hast? Bei der Schlacht? Nein. Habe ich nicht. Wieso? Weil es bei mir jetzt ab und zu mal gescheit leckt. Tut es das? Bei mir nicht. Und es liegt nicht an den Frames, sondern die bleiben konstant hoch, weil die Einheiten lecken. Ich versuche mal, was kommt denn da als Verstärkung von ihm? Ich versuche mir mal seine Verstärkung zu holen, die da reinmarschiert kommt.
Mehr als gut. Hoffentlich ist mir die nicht eine Nummer zu groß mit den paar Einheiten, aber wir werden sehen. Ist da schon die äußere Flanke seines Hauptheers? Das nervt mich irgendwie. Da wird es ein bisschen schwierig, die Einheiten vorbeizuführen. Rückt aus, Krieger! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Oh, na. Die Schlacht muss ich gewinnen, sonst werde ich sterben. Das kann sein, dass er dich dann einfach überrollt, wenn du das Ding jetzt hier verlierst. Da kannst du dir ganz sicher sein, denn das ist direkt vor meiner Hauptstadt. Das ist halt, wenn man auf schwer spielt, dann kommt er halt mal mit solchen Truppen anmarschiert so nebenbei. Gut, dass ich die Balliste gekauft habe. Das ist eine Investition. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Das stimmt. Ich wäre auch mal gern noch scharf auf so eine Werkstatt für Belagerungswaffen. Ist einfach nur die Schmiede. Ja, meine ich ja. Die Schmiede. Also. Aber ja. Die muss ich halt trotzdem mal bauen. Irgendwo. Ja, ich bin schon überlegen, ob ich in meiner Hauptstadt als den Tempel abreiße und dafür so eine Schmiede hinbaue. Sperrbrüder! Sperrbrüder! Vorwärts! Die Männer wanken. Huh, verfolgt der mich? Der verfolgt mich. Mit seinen Steinschleuderern. Das ist ja mal kurios. Rückt aus! Formiert euch. Schildwall. Schildwall! Jetzt! Der verfolgt mich mit drei Einheiten Herbannern und zwei Schleuderern. Kampfbereit! Unwillig! Speere bereit! Stammeskrieger! Krieger! Bereit! Komm, tut sie alle ab. Sehr gut. Sterben die schnell. Komm, bereit! Kavallerie gegen Taktiken lösen da auch nichts. Stammeskrieger! Rückzug! Toll, die einen haben aufgegeben. Ihr habt unsere Speere! Unser General ist gefallen! Was? Du hast deinen General verloren? Ich hab Glück. Bei mir kommt zumindest nichts angezeigt. Also mein Berater hat gerade gemeint, wir haben unseren General verloren. Kann auch sein, dass ich den General, den Berater aushab. Ich weiß es leider. Das ist ein schändlicher. Ja, ich krieg schön. Ich habe alle Beraterstufen an. Ich krieg alles reingekeult ins Ohr. Reingelabert von dem Heini. Jede fliehende Einheit. Das kann aber wirklich sein, denn... Männer fliehen vor der Schlacht. Boah, wie das ist ein jetzt einfach kommt und auf mich reinhämmert, als ob... Ja, die fliehen auch. Also ich habe jetzt nur noch meine keltischen Krieger.
Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja! Juhu. Also meine fünf Truppen sind geschlagen. Meine Balliste ist unfähig zu laufen. Das ist normal bei Ballisten. Die musst du taktisch klug aufstellen, damit der Feind nicht rankommt, sonst sind sie nämlich gleich weg. Du hättest natürlich auch einfach die Leute von den Belagerungsgeräten loslassen können. Und die Leute wegziehen. Achso, hast du, okay. Da steht noch eine einheitfreie Heerbanner. Okay. Ich hoffe, dass es jetzt irgendwas bringt, wenn ich dich jetzt einfach mit Feuer bombardiere. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Die verfolgen meine Truppe noch. Gott. Steigern dabei ihre Moral. Geil. Das ist der Hammer. Und meine sind schon so erschöpft, dass die anderen sogar schneller sind. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Oh Gott, ey. Männer wanken. Gut, egal, lauft. Du kannst sie aber zurückziehen, oder? Ja. Das ist gut, dann würde ich sie jetzt zurückziehen, weil... Gut, du hast eh nur noch Fernkämpfer, oder? Ja. Deine Infanterie hast du ja so gut wie verloren. Ich hab sie verloren. Unsere Männer fliehen. Bis auf eine Einheit. Das ist ein schändlicher Anblick. Hört auf zu feuern und zieht euch zurück. Die haben nochmal unbedingt kämpfen wollen. Haben dabei noch 20 Mann verloren. Okay. Egal. Dann sei es so. Die Folge war ganz gut. Sie ging auch eine Stunde. Haben wir wirklich eine Stunde? Ja. Ja, wow. Ja. Ja, mal gucken, was jetzt noch kommt. Nicht, dass ich auch noch angegriffen werde. Ach, genau. Das kann ja auch noch... Noch passieren. Ich habe meinen Timer zu spät gestartet. Ich bin jetzt erst bei 35 Minuten. Das sind geschmeidige Bewegungen. Autsch. Und nochmal. Aber deine Armee lebt noch. Ich würde mich in der Stadt verschanzen. Ja, das... Das wäre jetzt was, ne? Oh, da stirbt gerade die Armee in der Stadt, okay. Zieht euch doch in die Stadt zurück! Jetzt greift er noch deine Stadt auch noch an. Oh Gott, so... Obwohl, seine Nahkämpfer sind eigentlich alle ziemlich angeschlagen oder komplett zerschlagen. Ja... Sollen wir hier aufhören? Geht das überhaupt? Theoretisch, nee. Ja. Du müsstest eigentlich an der Stelle einen Quicksave machen können. STG und... Warte. Schneller Speicher. Ist gespeichert. Kann ich auch... Diesmal habe ich auch die Meldung gekriegt, dass gespeichert wurde. Beim letzten Mal nicht. Okay, das bedeutet, wenn ich jetzt automatisch einen Angriff mache und verliere, kann ich egal. Kannst du nochmal laden. Hör ich einfach auf. Oder, ja, okay, oder wir können aufhören danach. Ja. Also, soll ich jetzt machen oder wir hören jetzt auf? Kannst du machen, wie du willst. Ich hab noch Zeit. Ja, ich auch. Ich meine nur wegen der... Naja, dann schneiden wir halt die Parts ein bisschen anders. Man muss ja aus dem langen Ding jetzt nicht einen Part machen. Ja, das sowieso. Okay. Oh Gott. Ich schau ein bisschen zu.